wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries in Zusammenarbeit mit Boytech, der Knabu Popo Protector. Wow, jetzt neu von Boytech, der Knabu Popo Protector. Die neueste Erfindung von Kreis Industries in der Abteilung Knabenbeschützung. So, jetzt ist Schluss, Pater Johnson, denn der will einfach nicht seine christliche Waschung empfangen. Und solange der da unten nicht gewaschen ist, gibt es keinen Timmy. Jetzt neu von Boytech. Alter, wow. Was ist Boytech? Ich weiß es nicht. Das her? Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass du jetzt irgendwie so eine neue Abteilung hochgezogen hast hier in Kreis Industries. Ich weiß auch nicht. Neue Abteilung, das klingt ja nach einer ganz neuen Firma. Macht auf einmal Boytech. Es wird ja alles zu Kreis Industries zugewiesen. Ja, wurde ja, ja ganz deutlich Ende gesagt. Ist eine neue Abteilung. Anker eine neue Subfirma. Ja, klar. Na klar, Schamakraut. Kreis Industries. Hatte ich eben gerade einen seichten Küchenmund? Ja, oder? Ist da irgendwas Küchenmundiges? Ich weiß nicht. Kankerkraut habe ich verkauft. Oh, ich habe hier oben aber einen Zweier. Oh. Hier eine Zweierkresse? Hier an der Tür ist ein Doppelkress. Also ist er irgendwo oben. Entweder im Flur oder halt hier in der Tür. Das konnte ich jetzt so genau nicht sagen. Ich guck mal, ob ich eine Bubbelech finde. Ja, ich habe eine. Wo ist denn hier eine Verbubbelung? Hier im Bett. Über dem Bett war gerade eine. Eine Bettbubbel? An der Wand, hier. Aber ein sehr ranziges Bett. Ja, aber es ist eine Ranzbubbel hier im Bett. Jo, dann mach ich hier ins Bücherregal mal meine Kamera. Jo, mach mal da rein. So, hat man schon mal ein Zweier Boy Protect. Neuestes aus der Knabenbeschützungsabteilung von Kreis Industries. Aber die Weihwaschung war nicht ordentlich angezeigt. Ja, Pater Leute, Johnson verweigert gerade seine Christenwaschung. Die Leute wollen hier Radio 104.2, wollen die Leute. Das Alte Testament. Heute Nachmittag, das war irgendwer hat so unter das Video geschrieben dann irgendwie. Und heute Nachmittag haben wir noch ein Interview mit Judas. Es geht um Verrat. Seien Sie gespannt. Ey, der eine Dotzer sieht ein bisschen anders aus als der andere Dotzer. Doppeldots Protection? Doppelduzen Protection? Ein Dotz zweimal beschützt? Also wenn hier irgendwo ein Geist rumtingelt, schlawinert, dann wird er gedotzt. Dann wird er gedotzt. Ich schau mal kurz im Dotz-Kanal, aber ich sehe noch nichts. Dann wird er geduzt. Dann lassen wir ihn erstmal fresh werden mit seiner Waschung. Er hat ja gerade erst die Salbung erlangt. Er hat die Salbung erlangt. Aber ja, was der Timmy gehört? Er verweigert. Timmy verweigert heute. Er sagt... Heute Morgen habe ich mir gedacht, Timmy Thompson. Nein, so kann es nicht weitergehen. Der Mann stinkt wie eine alte Fischbude. Ich verweigere die Pforte. Meine Kindspforte. Oh Gott, das klingt furchtbar. Nicht wie die alte Fischfrikadelle, die ich immer vom Henning kaufe. Oh, da. Direkt hier... Ein Salty Stepper. Bist du hier? Wo bist du? Oh, Doppelbox. Hat er gemacht. I'm double here. I'm double here. Der alte Henning hat mir wieder seinen alten Pangasius um die Backen geschlagen. Der war ganz schuppig. Seinen schuppigen Pangasius. Der hatte eine Schuppenvorhaut. Das war echt unangenehm. Van Blasius. Mare, Yokai und Onrio. Beweise, so, Orbi und Boxi, EMF ist raus, Fingerabdrücke ist raus, Buch ist drin, Frost ist drin, Dotz ist und drin. Dutzend, Dotzend, Detzel. Ich nehme mal zwei Bücher mit, ich gehe mal mit dem Doppelbuch rein. Frisches Doppelbuch. Da ist wieder Salz gespritzt, aber das war im Dotzer drin, das Salz, und es war kein Dotzer zu sehen. Also das ist schon sehr verdächtig, dass er nicht geduzt wird. Ja, ja. Das ist schon sehr verdächtig. Aber Bücher ist immer so, die brauchen immer so lange. Buch ist ein... Vielleicht ist er ja ein aggressiver Poet. Ein
Popoet. Schreib in das Buch. Ich war Popoet. Ich habe Goethes Faust gefurzt. Ich habe Goethes Faust empfangen. Ich kann Goethes Faust furzen. Ach Mann, wieso macht Pippi das immer mit mir? Ich weiß es nicht. Frag ihn doch, er sitzt unter deinem Schreibtisch. Nein, so nicht, Timmy Thompson. Du kannst den alten Stullenlachs nicht mehr verwöhnen. Ja, und das nächste wird wahrscheinlich, ich kann mir schon vorstellen, was Greis als nächstes sich ausdenkt. Bestimmt so ein Parfum. So, nee, so irgendwie ja. So christenfrisch oder sowas. Remy Timmy. Kim Job Thompson. Für Christ oder irgend sowas. Oh, 0,3 Grad. For boys and boys. Boys and the boys. For men priests. And boys. For priests and boys. Kim Job. Smells like passion for priests. Was will ich eigentlich jetzt? Ich weiß es gar nicht. Fingerflüge sind raus, ne? Im Faustflakon und kann ohne Hände bedient werden. Wow, ich hab die Kappe ohne Hände abbekommen. Also Frost habe ich nicht gesehen. Ich glaube, Buch ist das Wahrscheinlichste. Na, ich gehe erstmal mit einem heißen Burrito rein. Ich werde ihm erstmal eine schöne heiße Tasche um die Schnute schmieren. Würde sich freuen. Ja, das findet der geil. So eine heiße Tasche, so eine Hot Pocket. Vielleicht kriegst du dann auch ein Geister-Event. Dann hätten wir direkt zwei Quests. Mich mache ich ihn wütend. Das wäre natürlich nice, wenn ich jetzt irgendwie aggressiv machen würde mit so einer heißen Stulle. Hat aber direkt getriggert, also... Hat funktioniert? Ja, ja. Ja, ist ja auch voll da drin. Auf der alten Crack-Matratze von Großmutter. Bongwasser ist da noch drin. Ah, ein bisschen Bongwasser. Ajo, ah, Handy Sprungwasser getrunken. Oh, schön mit Eis. Es riecht nie Jim Job. Tim Job. Tim Job. For him and him. For the boys and the men. For boys who would be men. Okay, also sagen tut aber nichts, ne? Nee, er ist, ja. Er sagt, ihr könnt nach Hause. Verschwindet von meinem Hof. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da unten vielleicht möglicherweise noch einen Knochen gibt. Hast du einen Knochen gesehen? Nee, bisher nicht. Es gibt ja eigentlich immer einen Honkballknuppel. Gibt's ja immer, ne? Ja, irgendwie schon. Den müssen wir finden. Und wenn wir den vielleicht schänden. Was ist das denn? Ich habe die Schatulle gefunden. Was war das denn jetzt? Alarm? Alter? Keine Ahnung. Aber hier unten ist eine Schatulle. Kann ich damit irgendwas machen? Was für eine Schatulle? Also die Schatulle der Alten. Ich habe einen Schatz hier unten gefunden. Was ist da drin? Keine Ahnung, ich mache ein Foto von. Hier, Geisterschatulle. Fotos. Mir ist nur ein Schritt und... Eine Schatulle, siehst du nicht? Ja, nur den Rand von der Holzkiste sehe ich. In der Holzkiste steht eine Schatulle drin. Das mit den Fotos ist nicht immer ganz so präzise hier im Spiel. Ich habe einen Kids-Schädel gefunden. Ja und, was ist da oben jetzt? Hat er mal reingeschrieben? Also gesehen hatte ich noch nichts. Ajo, hier hängt doch ein Spickel. Ein Spickel? Ajo! Ajo! Heimgesuchte! Ist das der heimgesuchte Spickel? Ajo, ist das ein Spickel? Soll ich mal kurz reingucken? Und ist aber... wieder... Er ist genau da drin und stiert quasi auf den Schrank. Ajo, händische Spickel, Kfunat. Na, aber macht nix. Na, macht nichts. Nee, nee. Er hängt da einfach rum. Und schüttelt sich die Pansen.
Den alten Darm. Den alten Magen. Den alten Magen. Tja. Ich kann dir genau sagen, wo er steht. Er guckt jetzt gerade auf die Tür. Er guckt gerade auf die Tür, wo es in den Raum reingeht, quasi. Ja, ja, aber... Jetzt guckt er auf den Schreibtisch. Er steht einfach oben rum und chillt sich die Nuggets. Ja, aber... Tja, ich habe die Macht des Spiegels genutzt und kann jetzt nicht mehr rein. Also du sagst, es ist ein Buch. Also wenn der einen Dotzer machen würde, hätten wir ihn schon längst gesehen, weil er steht quasi an dieser Kiste da. Vom Bett. Da steht er und dreht sich im Kreis. So, er guckt mal Richtung Spiegel. Dann guckt er mal Richtung Schrank, der da in der Ecke lungert. So, da ungefähr lungert er rum und erfreut sich seines Lebens. Da sagst du, es ist ein Buch. Also, Buch dauert ja immer am längsten. Und ich weiß nicht, gedotzelt hätten wir ihn sicherlich schon. Ja gut, dann machen wir eine Mare. Dann ist es vielleicht eine Milchmare. Was macht eine Mare noch so? Ich würde jetzt sagen Buch. So eine Milky Mare. Geistermare. Mare hat natürlich, wenn sie im Dunkeln aufhalten, schaltet man die Lichter um Mare ein, ist die Chance gering. Ja, vielleicht ist es das. Ich sag jetzt, es ist eine Mare. Ja, schauen wir mal. Hier. Ich sag, das ist eine Mare, ne? Außer er dotzt jetzt noch schnell durch. Jetzt dotzt er halt nochmal durch. Ich sag, ha, verarscht. Ja, vielleicht hat er uns verarscht. Vielleicht hat er uns die ganze Zeit, hat uns den Spiegel quasi vor die Nase gehalten, hat gesagt, guck mal da rein, aber bin ich gar nicht. Da du bin blöde ich gar Sau. Nicht. Nee, oh, guck, ja, natürlich. Ja. Man wusste es sofort, dass das eine Mädchenmare ist. Wieder hier so ein Analphabet. Das ist auf jeden Fall, klar. Konnte wieder nichts schreiben. Er hat sich die Bibel hinten reingeschoben und hat gedacht, das zählt als Lesen. Das wusste ich aber sofort. Ich habe es gleich gerochen. Als ich Code am Buch fand, wusste ich, aha, da kann auch jemand nicht richtig lesen und schreiben. Andrew Gaten heißt der. Andrew Gaten, Alter. Andrew Gaten. Gaten. Ist französisch, mein Name ist André Gaten. Gaten, ich bin André Gaten. Ich bin Fechtmeister. Fechte. Sackfechte. Guck oder mal, hier ist meine Masturbationskralle. Ein Big Footy Foot liegt da. Grollö. Mein Footkrall. Mein Footkrall. Willst du ein Duell? Ich gebe dir mit meiner Footkrall ins Gesicht. Ins Gesicht. Ich spucke auf deine Footkrall. Ich spucke auf deine Kralle. So, gucken wir mal hier oben im Boy Bedroom. Wo bist du? Willst du wilde Erotik für 99 Cent die Minute? Gibt's sowas eigentlich noch? Ja klar, natürlich. Es gibt auch immer noch das Gay-Karussell. Oh, für den Winnie rufe ich da immer noch an, ich alte Prostituierte. Bist du im Keller? Nee, oben. Ich mein Keller rein. Oh, ich habe eben gerade irgendwas gehört. Klang so, als hätte jemand aggressiv einen Joghurtdeckel abgerissen. Das klang für mich wie ein sehr aggressiver Joghurtdeckel. Also ich habe ja neulich, habe ich mir Kartoffeln gemacht. Da habe ich mir gedacht, hey, was isst du dazu? So, ne? Hast du einfach Joghurt mit Petersilie und Schnittlauch reingeballert? Nee, das ist so ein Drei... Ach, hier schon wieder ein Spiegel. Soll ich versuchen? Ein Quark mit 3 Zwiebelvariationen. Alter, sowas kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir maximal eine Variation leisten. Er ist im Keller. Okay. Oder willst du auch nochmal reingucken? Willst du mal den Spiegel einsetzen? Mach mal. Bringt dich ja nicht sofort um. Kurz eindippen und wieder wegmachen. Das ist aber Keller, oder? Wie dippt man denn auf welcher Taste? Auf der rechten. Dann ist wieder weg. Ist doch der Keller gewesen oder war es die Garage? Ist die Garage. Ja? Ja, ja. Ah, jetzt hast du in die verbotene Frucht gebissen. Die verbotene Frucht geleckt. Du bist bei 34. Zu lange geblickt. Geblickert. Ja, dann gehe ich mal rein und mach die Garage. Boah, ey, du brauchst aber hier die Pater Johnson Superpills heute. Ja, eine reicht ja. Ah, Peckel. Aber der ist in der Garage. Da macht er sich breit. Na, ich habe so schnell geguckt, es hätte entweder Garage oder Keller sein können. Aber dann dachte ich auch so, war das wirklich Keller oder war es doch die Garage? Ja, hier oben hat er auch was aufgemacht, eine Zange auf den Boden geworfen. Das ist ein Statement. Und ich glaube, ich hab einen Mund. Er hat eine Statement-Zange hier auf den Boden geschleudert.
Damit will uns der Geist sagen, dass wir die damaligen Kriegsszenarien... Warum funktioniert Nachtsicht nicht? Weiß nicht. Nachtsicht geht nicht. Hat der Geist will uns mitteilen, dass er gegen Vietnam damals war. Ja. Wie? Nachtsicht geht nicht. Geht echt nicht. Geil. Geil. Was machen wir jetzt? Ja. Gucke. Ich glaube, wir haben da drin auch ein Mauf. Ich meine, ich hätte eben gerade was Mundiges in der Garage gehabt. Jetzt gemundet in der Garage. Garage, alle. Weiß ich nicht, noch sehe ich keinen Mundi. Doch, hier war doch was Mundiges. Wo bist du? Hat er gemacht. Rauchen, was? Hat er gesagt. Rauchen? Ich will hier habe ich einen ganz zarter Mund. Jetzt habe ich auch einen Zartmund gekriegt. Michael Zartmund ist doch in der Garage. Also Michael. Michael Schartmund. Schartmund. Frost. Und Box. Ja, stimmt. Und Box auch. Er hat das nicht eben auch schon? Nee, wir hatten keine Gefriertemperatur. Nee. Stimmt. Das Buch schon mal raus. Dotz ist raus. Orb-Empfinger. Orb-Empfinger, lang dir an die Dinger. Boah, jetzt war er gerade ordentlich aktiv. Also Orb ist noch drin. Geisterbuch ist raus. Empty ist noch drin. Und der Dotz ist auch raus. Selten, dass Dotz mal raus ist, ne? Das ist echt selten, ja. Normalerweise halten sich die Dotz immer bis zum Schluss. Es gibt auch die guten alten Late Dots. Ah, die Geister so, hier in der Gegend präsentieren wahnsinnig gerne ihre Dots. Ja, hast du mit, ne? Ich hab Finger mit, ja. Und ich hab erstmal ein Foto vom Spiegel gemacht. Vom Spiegel. Salz wäre halt vielleicht noch ganz interesting. Alter, was ist das denn jetzt? Badezimmer. Ja, Badezimmer activated. Hat er die Tasse da umgestoßen? Uff, ich glaube, jetzt ist hier richtig Party. Empf könnte es doch noch sein, oder? Oh, ist ja auch raus. Nee, ob Empfinger. Weil der macht hier gerade richtig Schmeißerei. Onryo, Zwillinge oder Mimik? Aber der Bewegungssensor hat gerade auch auf ihn reagiert, weil Quest weg ist. Ja, jetzt schon wieder. Er ist direkt vor dir irgendwo. Na klar, der lungert hier. Also ein Orb sehe ich schon mal nicht. Ein Wanderorb? Gib uns ein Zeichen! Öffne eine Tür! André Gayhart! Oder wie hieß der? Gayton. Gayton. Hast du Salz? Nee. Nur Finger und Empf jetzt dabei. Komm, jetzt aber nochmal mit ein bisschen Salz. Kreis Industries Knusperlauge. Knusperlaugensaft. Wow! Nachdem ich den getrunken habe, bin ich fast am Verdursten. Der hat meinen Mund so trocken pappig gemacht. Ich fühle mich kein bisschen erfrischt. Alter! Was ist los? Er hat mich angeatmet. Und M5 gegeben? Nö, gar nichts. Ich hatte keinen M5. Ich hatte gerade den 4. Kennst du die alte Regel? 4 ist fast 5. Jetzt habe ich einen starken Mund. Ich kriege einen Strong Mouth hier. Öffne eine Tür. Puh.
Andrew Gaten. Andrew Gaten. Andrew Gaten. Wo bist du? Hier, leucht mal auf den Fußabdruck da. Haben wir Spuren? Nee. Die Lampe liegt ja auch hier. Die hätte schon längst durchgeleuchtet. Doch, da. Ja, ja. Hier hat er was umgestoßen. Farbdoser. Jetzt hat er eine Tür bewegt. Welche? Weiß nicht. Badezimmer oder so, glaube ich. Hier, guck dir mal die hier an. Warte. Nö. Nö. Was ist jetzt? Gib mir den Empf. So, ich bin draußen. Oh. Vierer Empf ist eigentlich... Andrew Gaten! Wo bist du? Andrew Gaten! Zeige dich! Nee, drei. Oh, fünf! Hab's doch gewusst, ja, vier ist fünf. Die alte Regel, fünf ist Trümpf. Hier ist Schrumpf. Ja, es ist einfach so. Das ist eine alte Kindergartenregel. Alte Pausenhofregel. Zeigst du mir die 4, zeig ich dir die 5. Das ist einfach so. Also ist das ein Zwilling? Aber ein Close-Zwilling, oder? Die sind ziemlich eng verzwillingt. Ich weiß es auch wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich zusammengewachsen, das siamesische. Kann sein. Strumpfzwillinge, ja. Strumpfzwillinge. Die sich einen Strumpf teilen. Zwei Beine, Zöckli. Ein Strumpf. Drei Beine. Drei Beine, ein Strumpf. Ja, guck mal, hier 150 Zwillis. 165 Zwillis habe ich gekriegt. Ach, 165, ja, stimmt. So, jetzt geht's noch ganz kurz hier. 15 extra kleinen, Mark. 15 extra Mark habe ich bekommen, weil ich die Socke ausgerungen habe. Ich habe eine Socke geleckt und dafür habe ich 15 extra Mark bekommen. Reichszwillinge waren das. Okay, machen ein Foto, lass den Geist durch Salz wandern. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF. Bewundern Sie den Geist aus der Ferne. Nehmen Sie dem Geist eine Stuhl- und Samenprobe. Echt, das müssen wir das machen. Müssen wir das machen? Was übernimmst du? Und den Melkstuhl. Der Melkstuhl. Braun und weiß in einem. Wie liegt der Knochel? Das ist wie hier so ein Nougat-Duo. Nougat-Duo. Hast du gerade die Tür geöffnet? Nee. Ich hab eben gerade Tür. Hier, 5er Empf. Wo denn direkt? 5er Empf im alten Boy Bedroom Badezimmer. Das ist doch ein Ginlo. An der Timmy Bridge. Ja. Meinst du, das ist Ginlo, die lateinamerikanische Dämonensängerin? Kinlo? Kinlo, Ginlo. Sie hatte ein sehr tiefes Kinn und konnte deswegen das hohe Gift. Fiss. Hast du gerade ein Fiss gespielt? Zwischen dem A und dem dumme Sau, oder? Blöder Schwein. Du Schwein. Geriel. Ja, da haben wir einen Ämpel, ne? Da haben wir einen Ämpel. Die Folge wurde aber von YouTube gesperrt, ne? Echt? Ja. Wo ist denn der Knochen? Ah, hier. Ja, so ein alter Brunftknochen. Uff, die hat da drin ihre Lederstiefelchen hat sie umgekickt. Oh, ich hab einen Mund. Ich? Jetzt ist schon am Mund. Ja, ja, ich hab... Und hier, Salzabdrücke. Geh mal aus dem Salz raus, damit ich es fotografieren kann. Klar, ich habe hier direkt eine Empf und Schnute. Empf und Schnute. Direkter Mundi.
Papamundo. Wo bist du? Geistermund? Ja, Gin, Shade, Uni oder Zwillinge? Naja, so diesen harschen Fünfer, das ist ja eigentlich so ein Gin-Verhalten. Das ist so, eigentlich früher war das Gin-Verhalten. Ein harsches Fünf. Ich gehe mal mit einem Sprechmann rein. Und das wäre aber Zwillinge dann. Ja, kann ja sein. Vielleicht sind es ja Zwillinge. Ansonsten wäre es noch Fingerprint. Ist heute nicht Twin Monday? Wo bist du? Twin Monday. Bist du ein Kind? Wo bist du? Wo bist du? Hat eine Tür bewegt? Bist du ein Kind? Ist ein Fingerlinger drin? Nee. Aber ich habe die Tür fotografiert und Fingerabdrücke bekommen. Siehst du, ich bin einfach ein Genie. Ja, easy. Gin. Das ist ein Gin, ne? Das ist aber auch so klassisches Gin-Verhalten. Dieses, hier, guck dir mal meinen dicken Fünfer an. Ja. Grab dir meinen Fünfer um die Lippe. Und du kannst nicht die Polizei rufen, weil ich hab's so schnell gemacht. Hast du nicht gespürt? Ist gar nicht passiert. Wer nicht gespürt, nichts passiert. Wenn's nicht juckt, guck mal, mach den umgedrehten Batman hier drüben. Auch so typisches Gin-Verhalten, die umgedrehte Fledermaus spielen. Sehr typisch, umgedrehte Fledermaus. 180 in der Minute oder was? Ja, das ging schnell. Rein und, guck mal hier, wie lange waren wir drin? 3 Minuten 17. Ja. Also wir haben in Gesamtzeit im Geisterraum eine Minute 30, haben wir gesagt, zeig mal alles, was du hast, Gin. Und er so, hier, ich leg's auf den Tisch, mess es ab. Hat sich selbst flachgelegt. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, lasst eine Bewertung da, auf Wiedersehen und unterstützt Boy Protect von Grass Industries. Tschüss! Tschüss.